Oh, nächstes Unboxing. Diesmal habe ich ein China-Päckchen gekriegt, wie man auch in dem Fall hier schon erkennen kann. So, was ist es denn? Ich weiß es nicht. Ah, doch, ich weiß es. Ich habe mir diesen Adapter bestellt, diesen Handy-Adapter, damit ich an diesem guten Stück hier, was ich mir auch für einen günstigen Kurs bestellt habe, ein Spektiv, damit ich das es ist aber derbs gigantisch groß. Wow. Habe ich mir aus China bestellt. Ich weiß nicht, ob es bei Wish. Ich glaube, ich habe es bei eBay bestellt. Hier kann man es dann hier auseinanderschrauben, damit man es auf die Optik hier drauf schrauben kann. Okay, und hier klipst man dann das Handy ein und kann es, na, ich zeige es euch mal, ist jetzt ein bisschen blöde, weil ich mein Handy gerade in der Hülle gestoppt habe. Das heißt, mit der Seite oben auf die Optik drauf. Ist das die Optik? Ich weiß es nicht. Zack. Dann ist es schön mittig. Und dann kann man die Handykamera so ausrichten, dass die... dass sie halt direkt über dem Loch ist, damit man dann das Handy damit benutzen kann. Ich werde natürlich auch noch ein paar Aufnahmen machen. Vielleicht werde ich die verlinken. Ansonsten könnt ihr gerne meine Videos gucken. So, dann nehmen wir die Kamera direkt da drüber. Na, noch ein bisschen. Kamera direkt übers Loch. Bam. So. Können wir es festschrauben. Zack. Hier auch noch festschrauben, hier so, bam, und dann einfach hier auf die Optik drauf. Ich werde euch ein paar Probeaufnahmen machen, die mache ich wahrscheinlich gleich noch auf die Schnelle. Ansonsten werde ich euch das Teil verlinken. Hier in Deutschland bezahlt man, glaube ich, 10-11 Euro für das so ein Ding, aber wenn man ein paar Tage warten kann, kann man das auch für einen günstigen Kurs bei Amazon aus China bestellen oder bei eBay aus China oder ähnliches. Guti. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ein paar Aufnahmen werde ich gleich machen. Lasst mir wie immer einen Kommentar da. Bis denn dann. Jetzt ist ein bisschen chaotisch hier, aber ist nicht so schlimm. Bis denn dann. Ciao.